Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Feed the Beast Infinity Wolf Skyblock Expert Mode. In der letzten Folge haben wir die ganzen Recycler hier hingebaut und in der heutigen Folge wollen wir mal weiter an der Yo-Yo Meta Farm bauen. Und ich habe auch einen Kommentar gelesen, beziehungsweise ich lese alle, aber einen Kommentar gelesen, in dem stand, ich solle doch mal, wenn der Guardian wiederkommt, einfach seine Seele einfangen. Und dann quasi einen Spawner mit den Guardians machen. Also mit den Eldritch Guardians. Das ist eine endgute Idee. Soweit habe ich selber noch nicht gedacht. Also danke dafür. Wir probieren das einfach. Vielleicht geht es ja auch gar nicht. Wir könnten zur Not noch ein Safari-Netz auch machen. Das, falls die Soulweil nicht geht, dann könnten wir es noch mit dem Safari-Netz versuchen. Safari-Netz. Dann haben wir beides schon mal im Inventar. Und wenn der Typ nochmal kommt, dann nehmen wir ihm das Ganze ab. So. Oder nehmen wir ihm seine Seele ab. So. Lassen wir das einfach mal hier. Also wir müssen halt das Ding heute mit Strom versorgen. Und ich habe ja Solarpanels bestellt. Hat das funktioniert? Ja, wir haben 79 Stück. Wir haben über ein Stack davon. Okay. Also momentan reichen die ja so gar nicht. Nein. Aber das kriegen wir schon hin. Und ich glaube, jetzt könnte sich das Gefüge der Macht verschieben. Und die Solarpanels könnten unter Umständen genug Energie jetzt schon produzieren, wie die Mass Fabricator brauchen. Wir dürfen aber auch nicht vergessen, dass die Recycler später noch enorme Energiemengen verbrauchen werden, wenn wir die mit Overclocker-Upgrades ausstatten. Aber das müssen wir schon machen, damit wir unterm Strich dann tonnenweise Yo-Yo Meta bekommen. So. Und noch eine Reihe. Und jedes einzelne Panel macht 500 RF pro Tick. Ich wollte es nur mal gesagt haben. Also das hier ist mehr als ein Ultimate, was wir hier gerade hinsetzen. So. Ja, also wir haben immer noch nicht genug. Wir haben immer noch nicht genug. Aber wenn wir dann heute einfach nochmal 78 bestellen, dann glaube ich, kriegen wir das ganz gut voll. Ja. Aber ich denke mal, die laufen jetzt mittlerweile ein bisschen zügiger. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Wie sieht es denn mit Yo-Yo Meta eigentlich aus? Das mit diesem Tank gefällt mir irgendwie nicht. Ich habe auch das Gefühl, irgendwie, weiß ich nicht, kommt hier nicht wirklich Yo-Yo Meta zustande? ...1440 hatten wir doch schon. Ich meine, so wenig Yo-Yo Meta kann eigentlich gar nicht gekommen sein. Ich würde sagen, wir schließen den Tank hier nochmal ab und lassen das System direkt befüllen. Ach, wir haben jetzt 15 Buckets so im System, das nicht hier reingeflossen ist. Ah, das mit diesem Tank ist, das war nicht die beste Idee. Das funktioniert nicht richtig. Das funktioniert leider nicht richtig. Müssen wir uns was anderes überlegen. Entweder wir lassen es einfach wirklich im ME-System oder wir bauen einen ordentlichen Tank, der auch funktioniert. Ist schade. Denn ich hätte es gerne mit so einem schönen sichtbaren Tank gehabt. Aber ja, was nicht geht, geht halt nicht. Zumindest so in der Und das ist jetzt auch, bevor wir jetzt irgendwie einen Haufen Quatsch machen, machen wir es einfach so. 41 Buckets Yo-Yo Meta, alles klar. Wir können ja dann gegebenenfalls, wie viele Kanäle haben wir noch? Wir haben noch einen Kanal frei, das heißt, wir könnten hier sogar hier so in die Mitte.
Ist vielleicht gar keine so schlechte Idee. Hier so in die Mitte einen Yo-Yo-Matter-Monitor hinbauen. Das hier ist jetzt Purple. Aber wartet mal. Aber das sind hier schon 8 Kanäle. Purple. Also wir können ja einfach mal das Kabel schon mal hinlegen. So. Und hier hinten, ab hier müssen wir dann Dense-Kabel hinmachen. Das können wir ja alles später noch machen. Und dann können wir hier tatsächlich in der Mitte so einen Monitor machen, in dem uns die Yo-Yo-Matte angezeigt wird. Das ist, glaube ich, eine gute Idee. So, also, außerdem habt ihr geschrieben, ein Extruder für 5. 1, 2, 3, 4, 5, genau. Also einer pro Reihe. Das heißt, wir brauchen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 Resonant Igneous Extruder mit vollen Upgrades. Puh. Igneous Extruder Basic. Ja, nee. Das ist nicht so der Burner. Was fehlt denn alles? Pneumatic Servos. So, danke dafür. Was fehlt denn noch? Ich habe doch normales Glas und okay, Pisten. Das können wir auch noch ein Stack machen. Aber jetzt... Ach nein, das Glas ist ja alles für die Solarpanels draufgegangen. Das habe ich schon ganz vergessen. Igneous Extruder. Wie viele Frames haben wir denn noch? 12 mit dem hier, okay. Das heißt, wir können uns schon 8 Stück leisten, aber es tut in der Seele weh. Na gut. So. Zack, zack. Zack. Einmal F7, um zu gucken, ob hier auch alles ausgeleuchtet ist. Ja, offenbar schon. Zack und zack, 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 zack. So, dann einmal die Config überlöschen. Weil wir die ohne Config dann später brauchen, beziehungsweise unsere eigene Config machen. So, so. Übrigens, das geht mit Shift und Klick in die Mitte, da wo kein Output ist, für die, die es nicht wissen. Da habe ich wohl ein bisschen was übersehen. So. Gut. Ich würde sagen, als erste Amtshandlung schließen wir aber mal den ME-Controller an. Und da ist jetzt die Frage, schließen wir den... Ja doch, ich würde fast sogar sagen, wir schließen den auch hier an. An die Versorgung. Und da ist die Frage... Aber doch, wir schließen ihn direkt an RF an. Ne? Also der verträgt auch EU. Also der kann alles. Aber ich glaube, dass wir bei der Umwandlung in EU vielleicht ein paar Verluste haben. Deshalb ist es, glaube ich, besser, wenn wir das direkt anschließen. Aber schließen wir es ruhig da an. So, Flux. Ja, mehr als 8000 F wird er wahrscheinlich nicht brauchen, aber sicher, sicher. Ich meine, wir haben die guten Kabel, dann können wir die auch nehmen. Es könnte halt jetzt ein leichtes Problem werden, weil die anderen die Energie wegsaugen. Ich weiß nicht, ob der Strom kriegt, ich hoffe es. Okay, es sieht momentan ganz gut aus. Network Tool... Man kann halt leider an der Batterie auch nicht priorisieren. So erstmal der und dann die anderen. Die kriegen das alle mit gleicher Prio. Gut, der Controller verbraucht jetzt 140 F pro Tick. Ja. Das sollte möglich sein. Ist jetzt vielleicht durch den Controller ausgeleuchtet? Nein. Okay. Hier brauchen wir auch noch schönere Lampen. Später. So. ME-Controller ist am Start. Das Ding hier funktioniert auch. Da müssen wir noch ein Rezept reinlegen. Das Scrap umwandelt. Oh, und wir brauchen noch Drives. Denn ohne Drives kann kein Scrap gespeichert werden.
Das ist wohl eine Tatsache, die ich vergessen habe. Drive. Ich denke, zwei Drives werden. Ja, doch, ich denke, zwei Drives werden reichen. Oh, ups, Entschuldigung. Oder machen wir. Ich würde das fast gern wie hier machen. Aber dann ist es hier das. Gut, dann machen wir das nochmal weg. Das machen wir dann vielleicht mal ganz anders. Gucken wir mal. Und zwar die Drives dann hier rein. Mit einem Abstand zum Controller, damit wir hier quasi drei haben und da drei. Und dann kommen hier eben die Drives rein. Ja, toll. So wollte ich das nicht. So wollte ich das. Drive. Nicht Fries, sondern Drive. Ach ja, haben wir nicht im Autocrafting, müssen wir per Hand machen. Drive. So, was wir aber im Autocrafting haben, sind 64k Storage Cells, ne? 64k. Und davon bräuchte ich jetzt eigentlich 30. Something is following you. Okay. Okay. Was sagt denn unser Warpometer? Ja, ein Teil vom Warp hat sich wieder in normalen Warp umgewandelt. Wir sind jetzt schon beim oberen gelben Bereich angelangt mit normalem Warp. Es wird langsam, es wird langsam. Das Problem ist, sobald wir den Typen haben, will ich eigentlich den Warp loswerden. Aber ja, das wird wahrscheinlich nicht so einfach gehen. Naja. So, also würdest du jetzt bitte. Jawohl. So. Und jetzt können wir die Dinge anschließen. Mit. Ich weiß gar nicht, was haben wir da unten für Kabelfarben genommen. Oh, und ich sollte das vielleicht dann hier auch mit dem Strom anders lösen. Und zwar so. Und dann ME Glass Cable. Ja, können wir ruhig Light Green nehmen. Weil hier ist es echt egal. Davon haben wir genug. So. Und dann binden wir so die Drives an. Sehr schön. So. 64K. Alter, was? Okay, 30 Stück sind fertig. Okay. Ach, wir können einfach so. Prozessor, okay, davon habe ich halt jetzt 800 verbraucht, da können wir nochmal 1000 dann bestellen. Weil das war jetzt schon. Wie schnell ging das gerade bitte? Storage. So, der kann mal weg, das kann mal weg. Und so. Hey, nein, nein, ich wollte es nicht wegwerfen. Gottes Willen. Ich will auch keine 64K Drives wegwerfen. Hallo? Ich meine Storage Cell. Ich bin zu blöd zum Schreiben heute. Alles klar. Und zu blöd zum Klicken auch. Jawohl. Und zwar eine hatten wir übrig. So. Storage. Zwei Stück noch. Das müssten jetzt genau 10 sein. Jawohl. Okay. Ich glaube, so viel Scrap werden wir im Leben nicht speichern müssen, aber. Hey. Der Co. der Co. und so, ne? Okay, das ist natürlich ein Problem. Das im E-System schaltet sich dann ab. Ist das gut? Eigentlich nicht. Eigentlich überhaupt gar nicht. Gut, wir werden sehen, wie das dann sich verhält, wenn hier alles voll mit Solarpanels ist.
zur Not bauen wir noch ein oder zwei davon drauf, sodass wir wirklich immer genug haben. Wo ist das Bett noch? Ah, ja, da. Ja, da habe ich jetzt nicht dran gedacht. Vielleicht sollten wir das ME-System zusätzlich noch mit einem eigenen Solarpanel ausstatten. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Ja, tagsüber läuft es ja, deshalb lassen wir es erstmal. Wir werden auch sehen, wenn die hier richtig am Arbeiten sind, die Busse. Vielleicht ist dann auch Quatsch. Ach, was. Das wusste ich auch nicht. Ja, cool. Es reicht, wenn der nur im Inventar ist, dass wir dann automatisch Zugriff auf dessen Speicher haben von dem Networking-Tool. Das ist gut. Der bleibt im Inventar. Das ist ja richtig gut. Also, Igneous Extruder brauchen Wasser und Lava. Bucket. So, 6, 7, 8 passt genau. Fangen wir erstmal an mit Wasser. So, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und ich bin einfach nur hungrig, okay. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und nochmal 8 Buckets Lava. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So, und dann laufen die schon mal auf niedrigster Stufe. Ich weiß gar nicht, was die auf niedrigster Stufe machen. Einen, okay. Genauso wie im Basic. Aber in den Resonant können wir halt Augments reinpacken. Und genau das ist unser Plan. Ich muss gleich bei den anderen nochmal gucken, welche das waren. Wir haben hier auch welche. Aus diesen drei Igneous Extrudern werden eigentlich hier im Prinzip alle unsere Ressourcen, wenn man das so bedenkt. So, also. Ach du Scheiße. Accelerated Extrusion, Igneous Catalyst und Pro Clastic Generator. Okay, wir kriegen das schon irgendwie. Extrusion. Heißt nicht automatisiert. Ah. Habe ich nicht. Wahrscheinlich, weil man es nicht so oft braucht. Extrusion. Wir machen es einfach jetzt. Zack. Dann Catalyst, genau, der da. Dafür fehlt uns ein Golden Chipset und Pyrotheum. Golden Chipset. Und Pyrotheum. So, Golden Chipset wird aber gerade hergestellt, oder? Ja. Ja, in einer akzeptablen Geschwindigkeit auch gut. So, also Katalyst. Zack. Und dann noch Pyro Elastic Generator, genau. Da brauchen wir Kryotheum für. Einmal Kryotheum, wenn ich bitten darf. Dankeschön. So. Dann 1, 2 und 3. Und dann Augment. Davon brauchen wir 8. Davon brauchen wir 8. Und davon brauchen wir 8. So, die ersten 8 sind schon mal fertig. Die können wir auch schon mal reinpacken. 1, 2,
3 geht eh schon auf 16 dann hoch. Das ist echt krass. 4, 5, 6, 7 und 8. So. Jetzt brauchen wir hier jeweils oben den Output. Und dann hätte ich jetzt einfach eine ein Item-Conduit oder sowas genommen, oder? Also man kann es natürlich auch wieder mit Applied Statistics lösen. Aber ich denke mit. Ja, das Problem ist, warum ich es beim anderen schon anders gelöst habe, dass die halt die Export-Rate sonst vielleicht nicht hoch genug ist, ne? Wenn wir jetzt Item, zum Beispiel so ein Warp-Duct haben, da war das Problem, dass die zwar schnell Items transportieren, aber halt immer in das erste, dann das zweite, dann das dritte und so weiter. Das ist bei einem schnellen Verbrauch irgendwie Käse. Item Conduit, wir testen es einfach mal bei einem. Wir testen es einfach mal bei einem und dann schauen wir. Ich meine, fünf Geräte gehen auch noch. Vielleicht sind da die Warp-Dinger auch in Ordnung. Wir testen jetzt einfach mal ein bisschen rum. Insert, 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 extract, always active. Und Round Robin, hoffe ich, gilt dann für die Verteilung. Was ist das für ein Geräusch? Ach, die Recycler, die laufen schon. Alles klar. Okay. Weil den Recycler. Genau, diesen verbesserten Recycler haben wir hier ja nicht. Wie viel? 1 Euro pro Tick verbrauchen die. Okay. Overclocker. Ja, das wird jetzt ein Spaß. Da brauchen wir schon so 128 Stück. Dachte ich mir. Habe ich hier nicht eine Coolenzellproduktion mal gebaut? Ich meine schon. Ich meine, diese Produktion hier macht Coolenzells. Ja, sieht eigentlich gut aus. Hier wird Lapis Dust reingepackt. Hier ist Coolant. Hier ist eine Empty Cell. Und hier. Ah, okay. Alle Empty Cells werden dann automatisch zu Coolant Cells. Okay. Das heißt, wenn ich jetzt Empties. Empties. Bin ich so blöd? Empty. Wahrscheinlich habe ich mich verschrieben, so richtig dumm. Wenn ich mal 500 von denen mache, das kostet 167 Tin. Oh no, das können wir uns im Leben nicht leisten. So, dann geht die Maschine hier wahrscheinlich los und macht Platten. Genau. Sehr gut. Dann geht die Maschine hier wahrscheinlich los und macht die Teile. Da hätte ich gerne mal meine 5 Overclocker-Upgrades. Damit hier ein bisschen Geschwindigkeit reinkommt. Und dann macht er Empty Cells und die gehen wahrscheinlich dann automatisch hier rein. Da rein. Genau. Und befüllen sich. Und der packt hier automatisch wieder Lapis Dust rein. Das Wasser und Lapis Dust wird dann wieder zu 1000 Millibuckets. Und so haben wir einen ewigen Kreislauf. Können wir mal irgendwie so 10 oder so machen? Ja, das geht. Weil ich glaube, der hier braucht ein paar. Oder? Ja, wobei. So zumindest ein Overclocker oder so, glaube ich, wäre ganz gut. Aber irgendwo hängt das wahrscheinlich auch an so Extruding Operation. Ja, okay. Der braucht auch die Platten. Gut, das ist in Ordnung. Dann soll er das bis zur nächsten Folge mal machen.
So, genauso wie das hier scheinbar funktioniert. Ah ja, und das geht ja aktuell quasi ins ME-System. Aber es wird noch nicht zu. Ja. Es wird noch nicht zu Scrapboxen gemacht. Und die Messfabricator bekommen die überhaupt schon irgendwie Messfabricator. Die haben zwar einen ME-Anschluss zum Raussaugen von der Jojomette, aber noch keinen zum Importieren von Scrapboxen. Komme ich irgendwie wieder da hoch? Ja. So, erstmal eine Runde schlafen. Ich hasse Regen. Ah. So. Die brauchen alle noch einen Importbus und ich würde fast sagen, wir machen den quasi hier. Ja, wir müssen uns da dann was überlegen. Das kriegen wir schon hin. Hier, hier, hier und hier. Und dann hier genau spiegelverkehrt. Hier, hier, hier und hier. Und da kommen dann Crafting Cards rein und da hinten Rezepte und dann geht das. Dann brauchen wir noch einen Crafting-Prozessor, fällt mir ein. Boy, das kleine ME-System hier, das kriegt mehr als ich dachte. Oder wird mehr brauchen als ich dachte. Ich meine, einfach so kriegt es das ja nicht. So, verstecken wir mal die Torches hier ein bisschen, damit hier ein bisschen cleaner aussieht. Das heißt, wir brauchen hier Exportbusse noch. Machst da nochmal ein paar. Quasi eins. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Export. Bus. Und 8. Und wir brauchen ja noch Fassaden, die so aussehen wie ein Zertusquarzblock, sonst ist das auch super hässlich. Und das ist jetzt Purple. Purple. So, da ist dann quasi der Plan, dass wir das eins tiefer setzen, damit wir hier quasi dran kommen. Das heißt, Kabel weg, Kabel weg, tiefer, rüber, rüber, rüber. Hier vorne wollte ich ja eh, glaube ich, ein Dense-Kabel dran machen. Bis da. Das heißt, hier können wir auch eins tiefer dann gehen. Dense. So. Dann ziehen wir das Dense-Kabel bis da. Ja, das verbindet sich hier auch. Dann haben wir hier noch Kabel übrig. Verbindet sich das hier. Und dann machen wir es erstmal so. Ja, das ist jetzt im Moment noch ein bisschen blöd gelöst, weil hier das Kabel noch im Weg ist. Das muss dann eigentlich. Ja, entweder noch, ja, eigentlich noch eins tiefer, ne? Weil hier halt nicht der Platz ist, um das irgendwie anderweitig zu verlegen. Oh je, Mini. Glass Fiber Cable. So. Das heißt, im Prinzip muss das hier laufen. Boah. Wie viel haben wir noch? Zwei. Das heißt, wir können noch zwei machen. Den und den. So, so, so. Und so. Und hier können dann die anderen Kabel hoch. Da machen wir dann einfach ME Glass. Was hätten wir denn zur Auswahl? Nehmen wir einfach mal weiße Kabel. Und die gehen dann hier so runter. Und
Ja. Und hier so nach vorne weg und hier sind die dann verbunden. Und dann gehen sie hier zu dem Kern. Okay, das wird unterirdisch nicht ganz so hübsch. Das sehe ich jetzt schon. Aber ich glaube, es geht. So. Anker. Und ein Zertusquarzblock. Okay, das sieht gut aus. Und dann ME-Glass-Cable. Können wir mal ein Stack Weiße machen. Ich meine, Bone Meal haben wir 25 Millionen. Ich glaube, da können wir auch mal 8 Stück von opfern. So, dann kommen hier quasi die Deckel drauf. Und dann komme ich hier quasi die ME-Kabel dran. So. Und so machen wir das bei allen. Verbinden das mit den Kernen, packen Crafting-Karten rein. Und dann kriegen die das auch. So, jetzt können wir nochmal schauen. Der Crafting-Prozessor ist jetzt wahrscheinlich gerade wieder mit irgendeinem Mist belastet. Mit dem, okay, dann canceln wir das. Der macht das sowieso. Auch wenn wir nicht so gucken. Und dann können wir nochmal 78 davon mal herstellen. They're everywhere, run. Oh, Igitt. Kann ich die eigentlich? Aber ich kann die imaginären Spinnen töten, okay. Aber sie können mir nichts tun. Und die werden dann zu Wiss. Warp ist echt eine böse Sache. Warp ist wirklich, wirklich eine böse Sache. Also jetzt nochmal. Wo war jetzt das Problem? Ich wollte nochmal 78 bestellen. Wieso lässt er mich das nicht? No, CPU. Hey, wir haben doch letztens das 78 bestellt. Und das ging. Wieso braucht das jetzt mehr? Ach, wir hatten wahrscheinlich mehr Glas oder sowas übrig. Ja, okay, dann 76. Oh, jetzt müssen wir wieder rausfinden, wie viel gerade geht. Machen wir mal 70. Schauen wir überhaupt, ob 70 geht. 70. Nee. Okay, 68 vielleicht. Boah, was ist denn jetzt los? Ja, wir hatten viel Glas auf Reserve, glaube ich, ne? 66. Okay, 66 geht, läuft. Alles klar. Damit würde ich sagen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Und falls ihr eine Idee habt, was besser ist als die hier, die aber auch gleichmäßig verteilen, dann könnt ihr es auch gerne in die Kommentare schreiben. Bis dann. Tschüss.